Hallo liebe Leute, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zum letzten und sechsten Fahrtag unseres Tauernradwegs. Ja, heute geht's ganz entspannt nochmal 65 Kilometer stromauf an der Salzach entlang bis nach Grimmel. Und zwar das Ganze startet in Bruck an der Glocknerstraße. Ich sitze aber jetzt hier schon 5 Kilometer weiter. Hinter mir seht ihr den Zeller See. Und wenn ihr nach links rüber schaut, da ist Zeller am See, diese Tourismushochburg hier im Pinzgau. Das hat einen ganz speziellen Grund. Wir werden nämlich jetzt die letzte Etappe ein paar Kilometer verkürzen. Wir steigen nämlich in die Pinzgauer Lokalbahn ein, aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Ja, Wetter, schaut doch hinter mich, ist nicht ganz so prickelnd. Momentan sehr durchwachsen. Wir haben so einen Sonnen-Wolken-Mix. Man sieht leider die Bergspitzen nicht wirklich. Der Wetterbericht schaut ab Mittag auch nicht so optimal aus. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was passiert. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, jetzt sind wir in der Pinzgauer Lokalbahn. Das ist eine Bahn, die ist schon alt, die gibt es seit 125 Jahren und die verbindet unten Zell am See oben mit Grimmel. Jetzt ist es leider so, dass hier die Salzach durch das Tal durchläuft und die Salzach immer wieder mal diese Bahn überflutet hat. Das letzte Mal im Jahr 2021 ist ein großer Teil von der Bahn abgeräumt worden. Insofern ist es momentan so, dass die Bahn jetzt nur bis Niedersill fährt. Das sind 15 Kilometer. Und ab da gibt es dann einen Schienenersatzverkehr. Man kann die Radler aber mitnehmen. Und zu bestimmten Zeiten gibt es dann auch einen separaten Bus mit einem Radanhänger, der einen raufbringen würde, eben auch nach Grimmel. Das ist alles wunderbar. Wir haben jetzt die Sandra draußen, die Schaffnerin hier, getroffen und die erzählt euch jetzt noch ein bisschen mehr. Also Sandra, erst einmal vielen herzlichen Dank, dass das so super funktioniert hat mit den Radl, dass die so toll untergebracht sind. Das ist für uns jetzt eine tolle Alternative, dass wir von Zell am See nach Niedernsill kommen. Und ja, wie oft halten wir denn jetzt bis dahin? Haltestellen, Bedarfshaltestellen hätten wir jetzt 11 bis Niedernsill. Bei den gewissen fahren wir eben durch, weil jeder Halt ein Bedarfshalt ist. Wir haben draußen einen Haltewunsch zu betätigen und herin, wie man da sieht, wenn man aussteigen will, ist zu drücken. Und deswegen ist es so, dass wir bei den gewissen Stationen auch her- und durchfahren können. Aber die Fahrt betrug jetzt 25 Minuten bis Niedernsill zum Bahnhof. Ah, super, wunderbar. Und was zahlen wir jetzt pro Nasen und fürs Radl? Also, für die Fahrräder pro Fahrrad ist 3 Euro zu entrichten und 4,10 Euro pro Person, wenn sie keine Vorteilskarten haben. So, jetzt sitzen wir endlich auf den Fahrrädern. Jetzt kann die letzte Etappe losgehen. Jetzt haben wir noch 15 Kilometer bis Mittersill. Rauf bis nach Grimmel sind wir unter 50 Kilometer. Und da werden wir jetzt auf frohen Mutes hineinstrampeln, in der Hoffnung, dass uns der Regen nicht erwischt. We'll be right back.
Ja, jetzt stellt sich die Frage, für was brauche ich denn diese Pinzgauer Lokalbahn? Leute, das ist ganz einfach. Der Tauernradweg, so wie wir den jetzt gefahren sind, der hat 6 Etappen. Und die erste und die 6. Etappe, die sind mehr oder weniger deckungsgleich, aber man fährt sie halt in entgegengesetzter Richtung. Jetzt gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, zweimal dasselbe zu fahren. Und da kommt dann genau diese Pinzgauer Lokalbahn ins Spiel. Sprich, man kann einfach eine Strecke mit dieser Bahn fahren, man kann eine Teilstrecke fahren, so wie wir das jetzt gerade machen. Das heißt, man fährt nach Zell am See unten, steigt dort ein, kann dann rauffahren bis Niedernsill. Das hat die Sandra ja gerade erklärt. Man geht davon aus, dass bis Ende 2023 die Strecke bis nach Mittersill verlängert wird. Und die restlichen 25 Kilometer rauf bis nach Krimmel, das wird noch ein bisschen dauern. Ich gehe davon aus, dass wir da noch einige Jahre drauf warten müssen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass man das jetzt einfach richtig macht und nicht so wie in den letzten Jahren, als man immer nur die Bahn instand gesetzt hat. Nein, jetzt macht man einen richtig schönen Hochwasserschutz hin, damit das für alle hier einen Sinn macht und damit es nicht beim nächsten Hochwasser wieder abgeräumt wird. Aber man muss auf diesen Transfer nach oben nicht verzichten. Die haben einen Schienenersatzverkehr eingesetzt und da kommt man sogar mit den Rädern rauf. Allerdings nicht bei jedem. Man sollte sich einfach vorher anmelden und dann haben die Anhänger, wo die diese Räder wunderbar rauf nach Krimmel transportieren. So, jetzt haben wir es genau bis Mittersill geschafft. Dann kam der große Regen. Jetzt haben wir uns gerade ein bisschen untergestellt. Aber jetzt haben wir wieder ein kleines Déjà-vu. Jetzt sind wir wieder in den Regenklamotten unterwegs. Auch wenn es gerade jetzt nicht so stark regnet wie gestern. Aber schaut vor mich. Schaut nicht sonderlich erbauend aus. So, jetzt sind wir in Hollersbach. Rechter Hand sind wieder die Hollersbacher Kräutergärten. Ja, bei dem Wetter, Leute, da hat keiner so richtig Lust, dass er irgendwo was sich anschaut, besichtigt. Auch wir fahren da jetzt einfach dran vorbei und schauen, dass wir Richtung Ziel kommen. Liebe Leute, es regnet, was runtergeht. Wahnsinn! Wo kommt denn das ganze Wasser her? So, mit dem Regen ist natürlich auch die Temperatur sofort nach unten gesegelt. Da haben wir jetzt so 15 Grad noch rum. Ihr kennt es, Skillfaktor, nasse Haut, Fahrtwind oder eben auch noch ein Bögerwind, den wir jetzt Gott sei Dank nicht haben, senkt das Ganze nochmal. Also ist jetzt gut frisch. Ja, und wie von Geisterhand, kurz vorm Ziel hat es plötzlich jetzt aufgehört zu regnen. Sonne kommt wieder raus. Eine Wahnsinnshitze auf dem Schlag, mindestens 15 Grad mehr. Jetzt haben wir uns gleich wieder umgestaltet, sind wieder zurück auf kurz. Ich hoffe, dass das jetzt war und dass wir jetzt nochmal rein müssen in die Regenklamotten. So, hier auf der linken Seite
seht ihr ein Überbleibsel der Pinzgauer Lokalbahn. Der Teilabschnitt hier ist nicht zerstört worden. Zwischendrin sind wir jetzt an etlichen Abschnitten vorbeigekommen, ist gar nichts mehr da. Da ist es komplett abgeräumt worden. Das ist also genau das, von dem ich sprach vorhin, dass das noch relativ lange dauern wird, bis hier wieder eine Bahn drüber rollt. So, wir liegen jetzt in den letzten Zügen dieser Reise, haben die 1000 Meter Höhenmarke schon wieder geknackt. Die Sonne ist wieder weg, es ist sehr empfindlich frisch schon wieder. Das heißt, es war heute wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Aber jetzt erreichen wir gleich Grimmel und damit ist die Reise für uns beendet. Ja, liebe Leute, das war's. Die letzte Etappe, die sechste Etappe unseres Tauernradwegs ist vorbei. Schaut's mich an. Ich bin hell erleuchtet. Der Himmel ist wieder blau. Aber es ist auch ein Tag weiter, denn gestern auf der letzten Etappe war das Wetter ja nicht ganz so schön. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ja, ich möchte jetzt auf ein ganz großes Fazit dieser letzten Etappe verzichten, nachdem die ja mehr oder weniger deckungsgleich war mit der ersten Etappe. Wenn ihr da die Fakten haben wollt, schaut euch bitte das am Ende der ersten Etappe an. Vergesst bloß nicht, dass die Höhenmeter umdreht. Das, was wir da runtergefahren sind, müssen wir natürlich oder haben wir rauffahren müssen und umgekehrt. Ja, was ich jetzt machen möchte, ich möchte euch ein paar Anregungen, ein paar Tipps und ein paar Fragen beantworten zu diesem Tauernradweg. Ja, wer aktiv sein möchte, muss sich erstmal bewegen. In dem Fall muss man hierher nach Grimmel erstmal anreisen. Das geht schlicht und ergreifend eigentlich nur mit dem Auto. Das heißt, beim Auto erstmal nach Österreich, dann hier rauf nach Grimmel. Und da kann ich euch gleich einen kleinen Tipp dazu geben. Und zwar, wir haben ja hier beim Kirchenwirt genächtigt. Das habt ihr bei den Etappen ja hinten gesehen als Übernachtungsstätte. Das ist zum einen ein super schönes, kleines, schnuggeliges Hotel, familiengeführt. Und da gegenüber gibt es einen Parkplatz und da kann man das Auto kostenfrei für die ganze Zeit der Reise abstellen. Die zweite Variante ist natürlich, dass man mit dem Zug anreist. Da hat man jetzt ja den Vorteil, dass wir so eine Rundreise machen. Da kann man dann überall ein- und aussteigen, wo man möchte. Der ideale Punkt ist meines Erachtens dann Salzburg. Das ist sicherlich die kürzeste Strecke. Ja, wir sind jetzt hier in Österreich und da ist zwischen Mai und September die beste Reisezeit. Wir haben jetzt Ende Juli Hochsommer in diesen Breitengraden. Da kann man eigentlich mit einer guten Wetterstabilität rechnen. Wir hatten jetzt allerdings alles mit dabei. Von 35 Grad im Schatten und wir haben im Stehen schon geschwitzt. Bis hin zu Regen bei 14 Grad an den letzten beiden Fahrtagen. Man kann es also auch in den Bergen einfach nicht voraussagen. Zumal wir uns zwischen 1100 Höhenmetern bewegt haben und 400 Höhenmetern sind 700 Höhenmeter Differenz mit dabei. Da kann es dann schon mal sehr unterschiedlich sein. Höher ist es natürlich immer etwas kälter. Bedeutet aber auch, man sollte für jedes Wetter gewappnet sein, sprich immer Regensachen mit dabei haben, vielleicht auch mal ein längeres Jäckchen, eine lange Hose mit dabei haben, weil das Wetter einfach nicht vorhersehbar ist und einfach mal warm sein kann oder auch mal relativ kühl. Ja, Leute, die Etappenlängen. Wir haben ja diesen Tauernradweg als Tauernradwegrunde angelegt und die einzelnen Etappenlängen waren immer so 50 plus ein paar Kilometern und wir haben roundabout immer diese Spielchen 10-100 gehabt, also sprich 10 Kilometer ungefähr 100 Höhenmeter. Das Ganze ist wirklich allgemeinverträglich. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich eine wunderschöne Reise für jedermann von 8 bis 80. Da könnt ihr einen Familienausflug machen, da könnt ihr Oma und Opa mitnehmen. Ist also wirklich bezaubernd schön zum Fahren, nicht schwer. Diese
Reise lebt sehr, sehr stark von diesen Sachen, die es links und rechts auch zum Sehen gibt. Und wir haben das Ganze natürlich jetzt so angelegt, hatte ich euch ja gestern schon gesagt, dass wir die erste und die letzte Etappe als One-Way-Geschichte gehabt haben. Es waren also deckungsgleich und das liegt an diesen Krimmler Wasserfällen. Wenn ihr hier in der Gegend seid, dann macht's das wirklich von hier oben. Geht's zu den Wasserfällen, weil die sind wirklich eine absolute Wucht. Was wir auch haben, wir sind natürlich das Ganze als Rundweg gefahren. Das heißt, man kann rein theoretisch natürlich an jeder x-beliebigen Stelle einsteigen. Da kann man sich Gedanken machen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit der Anreise vom Zug. Der kürzeste Weg ist natürlich Salzburg, wenn man von Deutschland kommt, dass man eventuell in Salzburg einsteigt und dann die Runde fährt. Ich finde es am schönsten eigentlich von hier oben. Das ist so der Klassiker. Und dann geht man halt diese Runde rum gegen den Uhrzeigersinn, genauso wie es wir gemacht haben. Ja, sogar ich als Angsthase hatte überhaupt keine Probleme, die Route zu fahren. Es war hauptsächlich asphaltierter Weg, viel auf kleinen Nebenstraßen und aber schon auch Radlwege, teilweise auch geschottert, aber so gut festgefahren, dass überhaupt keiner Bedenken haben muss, dass er irgendwelche technischen Versionen, Aversionen haben muss, um es fahren zu können. Es funktioniert alles sehr gut. Es sind keine größeren Steigungen mit dabei, es sind keine längeren Steigungen mit dabei, sodass die Route auch wirklich für jedermann machbar ist, sehr gut machbar ist. Man kommt theoretisch auch ohne Navigation zurecht, weil es überall irgendwelche Schilder gibt, die einem den nächsten Weg anzeigen. Es steht überall der Tauernradweg dran. Und abgesehen davon bekommt ihr ja auf unserer Homepage auch die GPX-Files mit dazu, dass ihr auch nochmal auf 100% sicher gehen könnt. Ja, wir sind im Salzburger Land unterwegs. Wir sind im Land der Berge, wir sind im Land der Flüsse, des wilden Wassers und wir sind im Land der Burgen und wir sind im Land von Wolfgang Amadeus Mozart. Und genau das gibt's auf dieser Tour alles zu sehen. Ja, wir sind einfach in den Bergen unterwegs und da schaut's halt einfach mal so aus. Und da gibt's links und rechts ganz, ganz viele schöne Sachen. Ihr habt das ja gesehen, wir waren jetzt hier erstmal bei den Krimmler Wasserfällen, die natürlich ja absolute Wucht sind. Wir haben die ein oder andere Klamm besucht, wo jede für sich ganz speziell war und uns immer wieder vom Sockel gerissen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht so, wenn man eine gesehen hat, dass man alle gesehen hat. Die sind alle irgendwie so ein bisschen unterschiedlich. Wir waren in Hohenwerfen, wir waren natürlich beim Wolferl in Salzburg, haben uns dort sein Geburtshaus angeschaut, wir waren oben auf der Burg und. Und genau das muss man alles auf sich wirken lassen. Ich kann euch auch nur empfehlen, wenn ihr schon hier seid in der Gegend, macht mal einen Ruhetag und den am besten in Salzburg. Das ist einfach, die Stadt gibt so viel her und man ist nicht so oft in dieser Gegend. Und wenn man da mal einfach einen Tag ein bisschen drum rumschlendert, sich diese Stadt anschaut, die wirkt unheimlich auf einen. Ja, das sind eigentlich so diese Highlights. Ich hatte es euch ja in den vergangenen 6 Etappen so gezeigt. Und ich kann auch nur jedem das wirklich, wirklich ans Herz legen. Fahrt nicht nur, sondern schaut euch die ein oder andere Sache links und rechts des Weges auch an. Naja, ich habe früher als Kind hier mit meinen Eltern schon jedes Jahr sommers wie winters Urlaub gemacht und die Region war eigentlich schon immer Touristenregion. Allerdings ist sie mittlerweile deutlich internationaler aufgestellt. So ein bisschen überrascht war ich auch davon, dass an der einen oder anderen Sehenswürdigkeit bunte Affen verkauft werden, wo ich jetzt nicht unbedingt eine Assoziation mit Österreich bilden kann. Und was uns beim Fahren noch aufgefallen ist, ist, dass hier sehr, sehr viele Strommasten, sehr, sehr viele Hochspannungsleitungen stehen. Es ist ja klar, hier gibt es natürlich auch viele Kraftwerke, viele Wasserkraftwerke. Das Tal will mit Strom versorgt werden, aber sie trüben an der einen oder anderen Stelle dann den Blick in die Berge. Oh, das Thema Kosten. Das ist ja eine sehr individuelle Frage, denn was für den einen teuer ist, ist für den anderen günstig und so weiter und so fort. Also ich sag's euch mal, wie wir das machen. Grundsätzlich versuchen wir bei den Übernachtungen, nachdem man ja wirklich immer erst abends da ist und dann früh schon wieder weiterfahrt, irgendwas Schönes, Sauberes zu bekommen, wo wir, wenn es irgendwie geht, auch im Hotel noch essen können. Da liegen die Preise immer so zwischen 130 und 150 Euro für uns beide zusammen.
Dann haben wir natürlich diese ganzen Sehenswürdigkeiten links und rechts des Weges. Die kosten auch Geld und wenn man irgendwo einkehrt, das kostet auch Geld. Ich möchte es mal so auf den Punkt bringen. Ich habe das Gefühl, dass momentan alles irgendwie so 10-15% teurer ist, als es jetzt vergleichbar bei uns wäre. Das heißt, es ist sicherlich kein Billigreiseland hier, aber da gibt es ganz andere Länder, wo man noch ganz anders einsteigt. Das heißt, man muss hier schon auch ein bisschen Geld mitbringen, aber man bekommt ja auch was dafür geboten. Was man machen kann, wenn man sich jetzt im Vorfeld ein bisschen damit beschäftigt und vorhat, einige Sachen sich anzusehen. Es gibt die sogenannte Salzburger Landkarte. Die kostet so roundabout 90 Euro und da sind ganz, ganz viele Sachen inkludiert. Das hat zum einen den Vorteil, dass ich mich nicht an der Kasse anstellen muss, sondern mit dieser Karte immer gleich durchgehen kann. Und meines Erachtens macht das am meisten Sinn für diejenigen, die in Salzburg einen Tag Pause einlegen oder vielleicht auch zwei Tag Pause sich gönnen und dort sich die eine oder andere Sache anschauen, dann kommt er sehr, sehr schnell auf eure Kosten. Der Tauernradweg bzw. die Tauernradwegrunde ist so angelegt, dass man doch relativ viele Ortschaften fährt. Insofern hat man natürlich eine sehr gute Infrastruktur. Sprich, wenn man mal Lust auf einen Kaffee hat, kann man sich überall mal wieder hinsetzen. Man kann überall einkehren, eine Kleinigkeit essen. Wir hatten auch die Erfahrung, dass wir überall unsere Räder abstellen konnten. Gab nirgendwo ein Problem. Man kann sich sehr gut verpflegen. Es gibt überall auch Supermärkte, wenn man seine Getränke am Radl nachfüllen will. Und was uns besonders gut gefallen hat, es gibt immer mal den einen oder anderen Trinkwasserbrunnen. Und der bietet natürlich dann ein wunderbar klares Bergquellwasser. Da kann ich euch nur sagen, wenn ihr so einen seht, füllt eure Flaschen auf. Das Wasser schmeckt großartig. So, jetzt kommen wir noch zum Fazit der kompletten Tour. Sicke, was sagst du dazu? Eine wunderschöne Tour. Einfach machen. Genau. Ich bin genau derselben Meinung. Nicht lang rumüberlegen. Einfach nur machen und genießen.